Hallo, mein lieber Löwe, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Heute schauen wir uns die Karten an für den Monat Juni, für den lieben Löwen. Und zwar schauen wir uns an, was ist dein Hauptthema in diesem Monat? Was kommt auf dich zu? Auf was musst du Acht geben? Was ist der Rat der Karten? Und was ich immer sehr interessant finde, ist dein persönlicher blinder Fleck. Was ist dir nicht bewusst im Juni? So, mein lieber Löwe, die Zeit ist fließend. Einige Dinge sind ein bisschen vielleicht versetzt, aber ich konzentriere mich auf die Juni-Energie. Nimm bitte nur das, was passt. Das, was nicht passt, lässt du einfach sein. So, bist du bereit, lieber Löwe? Fangen wir an. Hauptthema, Löwe, Juni bitte. Hauptthema. Ja. Der Teufel. Entweder hast du es mit einem Steinbock zu tun, Erdzeichen, lieber Löwe. Ich nehme auch wahr, oder es geht um Beruf, Finanzen, vielleicht auch um Erfolg, Zielstrebigkeit bei einigen, nicht für alle natürlich. Und bei anderen geht es um eine gewisse Abhängigkeit, also etwas Toxisches oder, wie soll ich sagen, so ein bisschen eine Gratwanderung zwischen toxisch und Leidenschaft. Irgendetwas, ja, was eine starke Energie mit sich bringt, nehme ich wahr. Schauen wir mal hier, was haben wir hier? Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele irgendetwas im Juni verfolgen möchten, irgendeine Leidenschaft, sei das mit einer Person oder eine Idee, weil hier ist eine Chance, eine Möglichkeit, die ihr auch wahrscheinlich wahrnimmt. Ich nehme einfach wahr, ihr müsst aufpassen, dass es nicht zu verbissen wird. Es muss immer noch im gesunden Rahmen sein, also klammert nicht daran, versucht eure Mitte zu behalten, nämlich ganz stark wahr. Also es darf nicht ins Ungesunde reingehen, was auch immer das ist. Aber schauen wir mit den kleinen Karten mal rein. Löwe bitte. Warum? Ja. Drei der Schwerter. Ja, ich nehme auch wahr, dass vielleicht einige von euch jemanden Neues kennengelernt habt oder eine neue Anstellung oder was auch immer. Und ihr seid ein bisschen, wie soll ich sagen, ich nehme so eine klammernde Energie wahr, vielleicht fast schon eine Abhängigkeitsenergie, und zwar aus diesem Grund, weil ihr in der Vergangenheit verletzt worden wart. Entweder von dieser Person oder von einer Vergangenheitsperson. Kann natürlich auch eine Situation sein, dass ihr eine neue Arbeitsstelle habt, nämlich auch wahr für einige, natürlich nicht für alle. Und dass ihr vielleicht in der vorherigen Arbeitsstelle gekündigt worden seid oder gemobbt, man hat euch schlecht behandelt. Und jetzt habt ihr eine neue Anstellung und ihr wollt es so verbissen gut machen, dass ihr euch komplett in das hineingibt, und aber verkrampft, ungesund. Ihr müsst unbedingt aufpassen, irgendetwas könnte kippen ins Ungesunde. Also Leidenschaft ist gut, aber es muss immer noch im gesunden Rahmen sein. Es darf nicht abhängig und keine Abhängigkeit darf daraus resultieren. Andere von euch haben es wirklich mit jemandem zu tun, vielleicht Steinbock, der euer Herz gebrochen hat. Und das liegt noch sehr schwer. Oder auch jemand, der vielleicht Steinbock-Energie hat. Das muss nicht unbedingt jemand sein, der wirklich Steinbock als Sternzeichen hat. Das kann sein, dass er vielleicht jemand ist, der auch Beruf im Fokus hat, finanziell sehr ehrgeizig ist, und dass so ein Mensch euch stark verletzt hat. Also nehmt das, was passt. Das ist für jede Person etwas anderes. Ja, diese Situation kann euch dann auch blockieren, nehme ich wahr. Egal, was es ist, ob es jetzt mit toxischer Leidenschaft zu tun hat oder mit der Vergangenheit.
es kann euch wirklich blockieren. Also ihr müsst wirklich das gesunde Maß herausfinden. Schauen wir weiter, lieber Löwe. Was kommt auf euch zu, Juni? Löwe, Juni bitte. Oh ja, alte Ängste. 9 der Schwerter. Schauen wir mal weiter. Ja, der Herrscher. Könnte vielleicht wirklich jemand sein, der den Fokus wirklich auf den beruflichen Bereich hat, muss aber nicht. Könnte auch jemand sein, der vielleicht Stier ist und auf euch zukommt. 5 der Stäbe. Konflikte. Konkurrenzkampf. Was haben wir hier? Schauen wir zuerst hier. König der Kelche. Also es kann wirklich sein, dass jemand auf euch zukommt oder euch eine Chance angeboten wird, die extrem euer Gefühlsleben auch triggert. Jemand kommt mit Emotionen, mit einer Chance auf euch zu, mit einem Angebot vielleicht. Könnte ein Wasserzeichen sein, muss aber nicht. Und diese Person, das kann vielleicht eine neue Person sein, nimmt eher etwas Neues wahr, kann bei euch die alte Angst triggern, die wir hier haben. 9 der Schwerter. Alte Ängste, Blockaden nehme ich wahr. Man hat das Gefühl, ich weiß nicht, ob du es siehst, aber hier sind alles Augen. Man hat das Gefühl, man wird beobachtet. Jeder Schritt wird beobachtet. Ich nehme auch wahr, dass vielleicht in der Vergangenheit auch du vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hast, lieber Löwe. Und nun fühlst du dich beobachtet oder ertappt, ob du den Fehler wiederholst. Das kann in der Liebe sein oder im Beruf. Aber dreh es so, wie es passt, kann natürlich auch dein Gegenüber sein, der sich extrem beobachtet fühlt von dir. Aber du fühlst dich beobachtet, alte Ängste kommen hervor, blockiert. Ich nehme starke Blockaden wahr. Schauen wir mal, warum. Warum diese Blockaden, warum diese Ängste? Warum? Ja, vielleicht auch finanziell. Ja, Angst vor finanzieller Abhängigkeit. Vielleicht hattet ihr große Investitionen für etwas. Angst vor Unabhängigkeit, Angst vor fehlender Stabilität. Vielleicht ist hier auch ein Angebot, ein Jobangebot gekommen und dies bereitet euch Angst. Vielleicht ist es ein Praktikum, nehme ich wahr, für jemanden. Und das ist vielleicht ungewohnt, plötzlich so wenig zu verdienen als vorher. Man ist unsicher. Kann wirklich sein, dass ihr es mit einem Erdzeichen zu tun hattet oder habt momentan, weil Erde sehe ich hier ganz, ganz stark. Erdzeichen. Vielleicht möchtet ihr euch auch selbstständig machen, nämlich auch wahr für einige. Und ihr habt Angst, dass es nicht reicht finanziell gesehen, dass zu große Ausgaben auf euch zukommen, dass es nicht rentabel ist. Nehme ich auch wahr. Ich habe auch das Gefühl, dass einige von euch Angst haben, wieder in so etwas Toxisches reinzukommen. Dass da jemand kommt mit einem Angebot, aber es ist nicht so allzu stabil, habt ihr das Gefühl? Und das triggert eure Angst. Ihr seid unsicher, ihr möchtet euch selber nicht verlieren, nehme ich wahr. Schauen wir mal weiter, der Herrscher haben wir hier. Entweder kommt wirklich jemand auf euch zu, das ist in eurer Energie, könnte ein Vorgesetzter sein, nehme ich wahr, muss nicht unbedingt, vielleicht jemand, den ihr überzeugen müsst, für einige nehme ich wahr im Beruf. Ihr müsst euch wie beweisen, ihr fühlt euch eingeengt, einige fühlen sich eingeengt im Beruf. Ja, werden nicht richtig akzeptiert, nehme ich wahr. Man traut euch nichts zu oder ihr habt das Gefühl und ihr werdet beobachtet von dieser Person. Also wenn du im Beruf bist und wirklich das Gefühl hast, du wirst beobachtet. Ja, ich nehme wirklich wahr, du wirst beobachtet, kann ich dir bestätigen.
Ich habe auch das Gefühl, dass du verglichen wirst mit jemandem. Wer ist besser? Einfach für dich als Info, aber lass dich nicht einschüchtern. Sei dir selber treu, bleib so, wie du bist. Und gib einfach dein Bestes. Und überarbeite dich natürlich nicht, weil, ja, du weißt, was ich meine. Du hast auch ein Leben. Für andere kommt wirklich jemand auf euch zu, könnte Stierenergie sein, Erdzeichen, jemand, der sehr dominant ist. Man muss schon ziemlich stark sein, um dieser Person auch auf Augenhöhe zu begegnen. Sie hat eine starke Energie, drückt vielleicht gerne die Menschen ein bisschen runter, muss aber nicht. Das wird nur für wenige zutreffen. Und andere von euch möchten gerne selber zum Herrscher werden, vielleicht selber ein Business aufmachen, selber mal in der Liebe auch das Zepter in die Hand nehmen und nicht mehr immer nur unterdrückt werden. Also ich sage immer, der Herrscher ist nicht schlecht, überhaupt nicht. Ich sage einfach, die Herrscherenergie ist einfach etwas schwierig. Aber wenn man diese wirklich angehen kann, dann ist es pure Energie. Also das bringt einem nach vorne. Aber hier ist etwas. Schauen wir mal genauer. Löwe. Ja. Kann auch sein, dass diese Person euch auch etwas blockiert. Ihr seid wie erstarrt, nämlich wahr. Vielleicht fühlt ihr euch auch klein, kann im Beruf sein. Aber ihr möchtet das eben nicht mehr. Ihr wollt nicht das Kleinsein. Doch ich sehe hier auch eine Entscheidung. Ihr müsst euch für etwas entscheiden, sei das im Beruflichen oder in der Liebe. Kann auch sein, dass euer Gegenüber euch Druck macht, dass ihr für etwas eine Entscheidung treffen müsst. Schauen wir nochmals genauer. Ja. Eine Entscheidung auch, welchen Weg ihr gehen wollt und was ihr tun müsst, damit ihr endlich ernten könnt. 7 der Münzen. Ich nehme auch wirklich extrem stark Finanzen auch wahr oder Sicherheit Aspekte. Ihr möchtet selber im Leben stehen und ihr müsst euch wie entscheiden, welchen Weg, was muss ich wählen, damit ich so schnell wie möglich ernten kann. Aber gut, langfristig nehme ich wahr. Das kann vielleicht eben für eine Weiterbildung sein, auch Selbstständigkeit, natürlich auch. Also dreh es, wie es passt. Vielleicht ist es auch dein Gegenüber, dein Partner, der dieses Thema hat. Und das betrifft dich natürlich auch, weil ihr gemeinsam diese Entscheidung treffen müsst. Weil hier mit 5 der Stäbe, ihr müsst einfach davon ausgehen, egal was ihr machen wollt, hier ist Konkurrenz. Kampf. Auch in der Liebe, ganz wichtig, ihr müsst für euch einstehen. Es könnte Reibereien geben, man könnte euch in Frage stellen. Einfach, dass ihr wirklich auch vielleicht achtet, wem erzähle ich was, wenn ihr eine Idee habt. Und steht auch für eure Gefühle ein. Also, wenn ich nehme auch wahr, dass eine Person euch ein bisschen also ihre eigene Meinung euch aufdrücken will. Das könnte wirklich im Juni passieren. Bleibt standhaft. Nehmt die Herausforderung an, egal in welchem Bereich. Bleibt eurer Meinung treu, unbedingt. Schauen wir mal. Und auch wenn euer Gegenüber halt anderer Meinung ist, ich meine, das ist auch okay. Ich sage immer einfach die Basis, die grundsätzliche Basis, wie man fühlt, wie man denkt, muss einfach stimmen. Schauen wir mal weiter. Warum 5 der Stäbe? Ja. Oh ja. 3 der Kelche. Verschiedene haben wir ein bisschen viel. Ja, was haben wir hier? Seite, Entschuldigung. So. Ja, lieber Löwe, es kann wirklich sein, dass hier ein Drittproblem. Und ich sage immer Dreiecksbeziehung oder Drittproblem, meine ich nicht, muss nicht unbedingt um einen Menschen gehen, kann wirklich auch um eine Situation gehen. Aber hier war etwas.
etwas war hier, was euch komplett blockiert hat. Es hat euch also extrem blockiert, nämlich war, ihr wart wie in der Schwere, wusstet nicht wohin und habt etwas bedauert, was passiert ist. Etwas wurde zerstört. Ich nehme auch wahr, dass vielleicht einige von euch eine Affäre aufgedeckt haben. Oder bei der Arbeit nehme ich auch ganz stark an, dass dort etwas also vorgefallen ist, was nicht fair ablief. Ihr wurdet außen vor gelassen, nämlich auch stark war. Man hat euch nicht involviert. Und das lässt ihr euch nicht gefallen. Ihr wollt das nicht. Ihr wollt Gerechtigkeit, Klartext. Und ich habe stark das Gefühl, dieser Vorfall, was auch immer das war, führt auch dazu, dass diese Reibereien kommen. Ich sagte auch, stopp, was soll das? Warum? So nicht. Also ich habe auch stark das Gefühl, hier kommt ihr ein bisschen aus euch heraus. Ihr wehrt euch, was auch immer das ist. Ihr zieht eure Grenzen. Ich sehe auch Diskussionen hier. Schauen wir mal weiter. Löwe, Juni. Was kommt da vielleicht sonst noch zu? Ja, König, wirklich stark Erde. Ein bisschen Feuer und Luft, aber ich habe starke Erdenergie. Also entweder dreht es sich wirklich um Finanzen, beruflich Erfolg oder es ist dein Gegenüber. König der Münzen. Jemand, der also finanzielle Sicherheit sehr, sehr wichtig ist. Auch Erfolg. Aber es ist auch immer jemand, der loyal ist. Es könnte wirklich sein, dass jemand auf euch zukommt mit Erdenergie. Oder dass ihr zur Erdenergie werdet. Schauen wir mal weiter. Ja. Bube der Münzen. Eine Chance, ein Angebot kommt auf euch zu. Vielleicht eine neue Anstellung. Ja. Eine Nachricht. Ich habe stark das Gefühl, eine Nachricht, die euch die Chance gibt, mit 10 der Stäbe, euch die Chance gibt, euren Ballast loszuwerden. Große Chance hier, nehme ich wahr. Was auch immer das ist, schauen wir mal. Ja, 4 der Schwerter. Ihr zieht euch zurück, nach diesem Konflikt zieht euch zurück, geht in eure Gedanken, ihr braucht wie eine Pause. Ich nehme auch stark wahr, das wird euch extrem auslaugen. Also ihr werdet extrem starke Energie in das investieren und plötzlich merkt ihr, dass ihr Pause braucht. Also ganz wichtig, lieber Löwe, wenn du mit jemandem Streit hattest und diese Person irgendeine Antwort will und du merkst, du fühlst dich ausgelaugt, wie krank, dann zieh dich zurück und sprich das auch aus, dass du Zeit brauchst, Ruhe. Und nimm dir diese Zeit, auch wenn es um Arbeit geht. König der Münzen. Erdenergie. Schauen wir mal rein gleich. Ja. Etwas blockiert euch und belastet euch. Könnte wirklich entweder diese Person sein, die euch belastet, dieses Erdzeichen, oder eben die Finanzen, das Thema Stabilität, belastet euch extrem. Ich nehme auch wahr, ihr wollt mehr. Ihr wollt nicht wenig, ihr wollt mehr. Also ich habe auch das Gefühl, ihr wollt nicht unbedingt reich werden, aber ihr wollt einfach mehr. Stabilität, sei das emotional gesehen mit dieser Person oder im beruflichen Bereich, weil ihr seid blockiert. Hier habt ihr die Blockaden extrem. Etwas oder jemand blockiert euch, hindert euch daran, vorwärts zu gehen, nämlich ganz, ganz stark wahr. Aber hier kommt etwas. Bube der Münzen. Jemand kommt mit einem Angebot, könnte auch finanziell sein etwas. Aber es ist etwas Frisches, also etwas, was noch nicht fest ist. Also es kann sich alles noch ändern, nehme ich wahr. Aber schauen wir mal rein. Bube der Münzen. Ja. Ich habe auch stark das Gefühl, eben 4 der Schwerter schon wieder. Ihr braucht diese Ruhepause, weil ich glaube, diese Ruhepause bringt euch Antworten. Und auch Möglichkeiten. Zieht eure Energie zurück und überlegt, macht eine Pause.
Weil hier kommt etwas, schauen wir noch genauer rein. Ja, schön. Ihr findet eine Lösung. Ihr findet sie. Die Mäßigkeit und der Tod. Diese Blockaden, dieser Konflikt, ihr wusstet nicht wohin. Aber wenn ihr euch eine Ruhezeit gönnt, kommt sie. Ihr findet entweder den Kompromiss mit dieser Situation, mit dieser Person. Euren persönlichen Mittelweg findet ihr hier. Ihr schafft es, alles auszubalancieren und nach vorwärts zu gehen, weil ihr etwas Altes hinter euch lässt. Ihr schließt ein Kapitel ab. Und durch das ihr das hinter euch lässt und ihr einen Kompromiss eingeht, kommt ihr in eure Transformation. Erst dann löst ihr die Blockaden. Schön, ganz gut. Gefällt mir. Ja, weil hier kommt dann eine Nachricht. Und diese Nachricht könnte nochmals etwas aufwirbeln und wieder dieses Gefühl von Schwere herbeirufen und ihr fühlt euch vielleicht noch mehr belastet. Aber, großes Aber, ich habe aber das Gefühl, diese Nachricht ist auch eine Chance, diesen Ballast eben abzuwerfen. Du musst das aber zulassen, lieber Löwe. Egal, was da für eine Nachricht kommt und wenn es sich im ersten Moment uff, schwer anfühlt und du hast das Gefühl, du klappst zusammen, schau genau hin. Ich habe das Gefühl, das ist eine Chance. Und das eben abzuwerfen. Große Chance für Neuanfang. Schauen wir mal hier. Ja, ein Angebot. Könnte ein Wasserzeichen sein oder eine Vergangenheitsperson, muss aber nicht. Es könnte auch sein, dass du plötzlich die Antwort auf alle Fragen hast. Du kommst in eine pure Transformation. Oder diese Nachricht bringt dir das. Schauen wir noch weiter. Ja. Könnte aber sein, ich warne dich schon vor, auch wenn du vielleicht denkst, der Konflikt ist zu Ende, könnte kurz wieder aufflammen und dir eben dieses Gefühl geben, diese Schwere. Aber das ist völlig okay. Ich habe das Gefühl, das muss so sein. Du musst dich wie nochmals beweisen, auch dem Universum gegenüber. Schauen wir noch weiter. Was ist das Endresultat? Outcome, Juni, für den Löwen bitte. Ja, schön, Judgment. Ich liebe diese Karte. Es ist pure Transformation. Man erwacht. Es ist wie, als würde ein Schleier, der immer vor deinen Augen war, verschwinden. Und plötzlich siehst du klar. Fragen, die du immer hattest, kannst du einfach so dann beantworten. Und du fragst dich dann selber, warum habe ich alles so kompliziert gemacht, obwohl es gar nicht kompliziert ist. Das ist so eine Energie. Könnte auch hindeuten, dass du wieder mit jemandem Frieden schließt, mit einer Person oder Situation, und dass man wieder es miteinander versucht. Schauen wir aber weiter. Ja, der Magier, du beginnst zu manifestieren. Schön. Ast der Stäbe. Neuanfang. Große Chance für deine Schöpferkraft. Was haben wir hier? Neun der Münzen. Komplette Unabhängigkeit. Stabilität. Innere Mitte. Sehr gut. Also bei dir, lieber Löwe, am Anfang extrem turbulent. Ich spüre auch, du brauchst richtig Feuer, starke Energie, aber du musst dich wirklich auch mal zurückziehen. Weil hier mit dem Gericht, du kommst in deine Transformation, du erwachst. Kann auch sein, dass dein Gegenüber erwacht. Also wirklich hier wird sich alles klären. Schauen wir genauer rein. Ja, schön. Also wenn du selbstständig bist oder machst, hier wird es einschlagen. Komplett. Zehn der Münzen, Stern. Du heilst komplett. Du bekommst genau das, was du willst. Und du fokussierst das auch. Erfolg sehe ich hier. Ganz, ganz starker Erfolg. Mittelpunkt. Kann auch sein, dass du es mit einem Wassermann zu tun hast. Muss aber nicht. Aber wirklich Erfolg.
Pures Glück, Stabilität sehe ich hier ganz, ganz fest. Der Magier, du bist im Manifestationsmodus. Also egal, was du hier angehst, du manifestierst etwas. Schau mal genauer rein. Ja, finde ich gut. Die Chance für Wahrheit und Klarheit. Und ich glaube, du nimmst diese auch an. Du manifestierst das auch. Du willst nicht mehr Wischiwaschi, sondern du willst Klartext und nur noch positiv denken, nehme ich wahr. Und sehr gut. Schon weiter, Ass der Stäbe. Ich sage immer, wenn diese Karte kommt, dann erblüht man richtig. Man blüht auf, man hat eine starke Energie um sich herum und man kann in diesem Moment alles anziehen. Also man kann dann wirklich sehr gut manifestieren und man verliert sich nicht in den Gedanken, sondern man geht ins Tun rüber. Und das ist sehr wichtig, weil ein gutes Mindset, gute positive Gedanken sind sehr gut, aber es nützt dir nichts, wenn du nur in den Gedanken bleibst. Du musst auch ins Handeln rübergehen und das machst du hier. Du gehst es an, du nimmst diese Chance an. Schauen wir mal. Ja. Ja, schön. Kann auch sein, wirklich mit einer Vergangenheitsperson oder Situation. Muss aber nicht. Es kann einfach auch ein Wunsch sein, den du seit der Kindheit hast, den du dir endlich erfüllst. Du gehst es jetzt an. Ja, interessant, lieber Löwe. Schauen wir mal den Rat der Karten. Was raten dir die Karten? Theaterkarten, Löwe, bitte, Juni. Ja, der Herrscher. Werde selber zum Herrscher. Lass nicht alles mit dir machen. Besteige deinen Thron und sei stolz darauf. Sei stolz darauf, was du machst und auch wer du bist, nämlich ganz, ganz stark war. Und erkläre dich nicht immer, warum das du das machst und warum du so bist. Du bist so, weil du so bist und du machst das, weil du es liebst, ist ja klar. Was ist dir nicht bewusst im Juni? Dein blinder Fleck, lieber Löwe. Blinder Fleck. Ja, dir ist nicht bewusst, dass du ein Kapitel abschließen musst im Juni. Du musst ein Kapitel abschließen. Du kommst nicht drum herum. Dieser Abschluss wird deine pure Transformation fördern. Dein neuer Lebensweg wird sich öffnen. Und das ist dir nicht klar. Du musst das wirklich abschließen. Was auch immer das ist, kann eine Person sein, eine Situation, ein Gedankengut, ein Gefühl, irgendetwas musst du abschließen. Und dann kommst du in eine totale Transformation. Du erwachst dann richtig. Und das ist dir nicht klar. So, mein lieber Löwe, nehmen wir noch eine Orakelkarte. Zum Schluss. Ja, diese zwei. Geh vorwärts. Leg all deine Befürchtungen und Ängste beiseite und geh einfach deinen Weg. Ja, mach einfach. Ist gut, sehr gut sogar. Glaube. Lass den Wunsch nach Kontrolle los und vertraue auf eine liebevolle, höhere Kraft. Ganz wichtig, lieber Löwe, erzwing nicht. Wenn jemand nicht mit dir gehen will, dann will er nicht, hat er Pech gehabt. Erzwing nichts. Auch wenn du selbstständig sein willst und du willst es mit jemandem machen und diese Person ist mehr wie ein Stein am Fuß, lass diese Person. Du kannst das auch alleine. Ist für irgendjemand eine Botschaft. Du kannst das auch alleine. Und auch in der Liebe. Glaube an die Liebe und schau zu dir. Ganz wichtig. So, mein lieber Löwe, ich hoffe, dir hat das Reading gefallen. Abonnier doch meinen Kanal, lass ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ciao!